Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragonish Origins. Ja Leute, wir sind hier bei den Dalish im Camp fertig, würde ich sagen. Und heute gehen wir mal in den Wald und versuchen das Werwolf-Problem zu lösen. Bin mal gespannt, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Also ich hatte nicht mehr irgendwie im Kopf, dass es hier Werwölfe gibt in Dragon Age. Ja, und wir haben ja schon gehört, das ist ein kleines Labyrinth hier. Ich bin gespannt. Oh. Ja? Da ist ja auch schon einer. Werwolf. Die sehen zumindest werwölfiger aus als der Werwolf aus Harry Potter. Okay, die kriegen auch ganz gut Damage. Sehr gut. So, wir aktivieren mal den hier. So. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer mal. So, ihr Wölfies. Sind aber noch irgendwo welche. Run! Verderbniswölfe sind hier auch unterwegs? Na denn. Zack. Das war schon richtig? Ja. Ist das kein Buff? Doch anhaltend. Okay. Oh. Großer Bär, was machst du denn hier? Klack. So, Bärchen. Sorry. Ja? Leichnam. Von einem Templer. Hm? Andrastes Segen. Nehmen wir mit. Es wird gespeichert. Toll. Windläufer. Hallo? Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Die Dalish schicken ausgerechnet einen Menschen, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass es hier Werwölfe gibt. Welch bittere Ironie. Ich sterb, Bestie. Und wer seid denn ihr? Ihr sprecht, dass der Werwölfe sein wilde Bestien. Ich bin kein Diener der Dalish. Ich bin hier, um Schattenreißer zu töten. Weiter nichts. Nee, nee, das machen wir mal nicht. Und wer seid ihr? Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen, wir werden mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Also seid ihr auch Dalish oder Menschen? Ich würde tatsächlich versuchen, mit denen zu reden. Möcht ihr mit euch sprechen? Ich will euch nichts tun. Hat euch nicht Zazrien geschickt? Könnt mir ja mal die andere Seite anhören. Zerstörung. Kein Gespräch. Ihr sprecht von Zazrien, als würdet ihr ihn kennen. Ihr habt seinen Clan angegriffen und soll keine Vergeltung üben. Gibt es keinen Weg, die Sache friedlich zu regeln? Ich will mehr über den Wolf Schattenreißer erfahren. Erzählt mir mehr über den Fluch. Ihr sprecht von Zazrien, als würdet ihr ihn kennen. Beide sind uns nie begegnet. Ich schwöre, das würde er auch nicht überleben. Okay. Warum hasst ihr ihn so sehr? Ihr wisst gar nichts. Nee, tatsächlich nicht. Nichts über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Ja. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Ich will nicht kämpfen, aber Rückzug ist auch keine Möglichkeit. Ich will auch nicht gegen euch kämpfen, aber wir können euch nicht trauen. Wir könnten Kommt, eben reden. Brüder und Schwestern, ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen und wird sich wie eh und je um Eindringlinge kümmern. Okay. Ja, den vermutlich sie auch töten können. Und dann despawnen sie. Ja, aber das sind ja direkt schon wieder Werwölfe.
will doch gar nicht gegen die kämpfen. Na gut. Zack. Zack. Ich habe immer noch nicht nach dieser Mod geguckt. Ich vergesse das immer. Mir fällt es denn erst in der Aufnahme wieder ein. The Loot Mod. Vor uns. Natürlich ist hier auch Dunkle Brut mit dem Ogre. Ogi. Zack. Könntest du nicht Alistair umboxen? Okay. Zack. Slow Motion. Oh. Aha. Amulett. Alistair, ihr macht das, ne? Alistair Zevran meine ich natürlich. Da ist irgendeine Quest. Ungestört. Okay. Bäume. Den Herr der Ringe und die Ents greifen an. Der letzte Marsch der Ents. Ich kann mal wieder Herr der Ringe gucken. Ganz schön viel Blut. Eisenbocker. Gerne mit. Kann ich hier lang? Da geht's. North Access to East. Oh Gott. Hier gibt's mehrere Maps. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier um, ob es hier noch irgendwas gibt. Am besten hier mit der Tab-Taste durch. Hi. Achtung! Zack. Zack. Sehr schön. Tschüss. Und auf Power fix. Weitere Feinde erwarten uns. Noch einer. Zack. Da ist das Blut richtig in Ballung. So. Hallo? Oh, hab ich mich erschrocken. Hallo? Bäume. Bäume, die flüstern. Miteinander reden. Und sich sogar bewegen. Ah. Kann ich jetzt hier diese Eiche auch... Was greifst du denn da hinten eigentlich an? Das ist irgendwie so ein dunkler Brut, ne? Ja, ich mach so lange den Baum hier, ne? Und! Nein. Mach endlich mal Damage. Eine Ahnung. Oh, ich kann mit dir sprechen. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir? Baumbart ist mein Name. Baum. Seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Werwolf. Ich bin ein Mensch. Ah, jetzt weiß ich wieder, wer ihr seid. Ihr habt kurze Leben und verursacht viel Leid. Auf Schritt und Tritt folgt euch der Tod. Und was ihr hinterlasst, sind Chaos und Not. Sorry. Wo ist Zevran? Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Die Welt ist zweifellos voller wundervoller, überraschender Schöpfungen. Jeden Tag begegnen wir etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Ja. Was denn?
Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Eichel? Glaub alles, dann wird fertig. Habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Ich kann ihn angreifen. Ich helfe ihm mal. Geht nach Osten und such diesen Mann. Tu das, was ich leider nicht kann. Okay. Helfen wir der Eiche. Ja, hier ist ein Camp. Das Lager ist sieht völlig intakt aus. Zelt und Schlafstellen sind voller Blätter, aber trocken und unbeschädigt. Die Feuerstelle raucht und hat noch genug Glut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Das ist seltsam. Die Werwölfe würden so ein Lager niemals benutzen. Wem immer es gehört, er muss ganz in der Nähe sein. Ihr habt vermutlich recht. Haltet die Augen offen. Du spürst keine Gefahr, obwohl das verlassene Lager seltsam vorkommt. Eine Durchsuchung würde vielleicht nähere Erkenntnisse bringen. Okay. Du untersuchst die Schlafstelle. Sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen, ein bisschen Ruhe zu finden. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Okay. Ja. Hör mal auf sie. Wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. Okay, wir sollten vielleicht das in Ruhe lassen. Moment, Quest aktualisiert. Ah ja, okay. Ich glaube, ich ignoriere das hier mal. Also nicht unlos, um zu gehen, wenn deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder. Und du gähnst. Es war eine lange Reise, man sollte hier eine Pause einlegen. Wisst ihr, wenn es euch nicht stört, könnten wir uns doch ein Weilchen hinsetzen. Nein. Ich lagere lieber hier, als da draußen im Wald. Nein. Bekämpfen, was? Bekämpfen wir es nicht? Drehen wir uns um? Mal sehen, was passiert. Ich will das obere nicht machen. Du drehst dich um, aber der Nebel kann von deinem Verstand nicht Besitz ergreifen. Wie in deinem Traum löst sich die Illusion des Lagers auf. Vor dir liegt ein kaltes und längst verlassenes Lager voll mit Knochen vieler Reisender, die hier gelockt wurden. Von einem Geist, der dich jetzt voller Zorn angreift. Ohne Sound. Wie ihr meint. Au! Gut, das wird. Nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist sehr alt und die Überreste des bisherigen Opfer liegen alle da, als würden sie schlafen. Wie lange war dieser Geist wohl schon hier? Und wie viele wurden seine Opfer? Viele? Ich darf gar nicht daran denken. Ja, das war doch ganz gut. Kann ich hier was looten? Noch ein Berg. Was sagt ihr? Gar nichts. Lederhelm. Betrachtet es als erledigt. Dälisch Hirschlederhandschuhe ist ein Geschenk. Okay. Eisfall. Sehr schön. Und Elfenwurzel mal wieder. Okay. Ich höre schon wieder irgendwas. Gemäh hier. Ach, der blöde Zauber ist das, ne? Ja. War hier jetzt aber so ziemlich überall, ne? Ein sehenswerter Baum. Das sind immer diese Hundesachen. Hinten ist irgendwas am Mähen. Und echt Ziegen! John. Denke, ich habe hier alles. Ne, da oben ist noch irgendwas. Wie komme ich da hin? Irgendwas ist da oben noch. Es als erledigt.
Wieso sind jetzt hier schon wieder welche? Ich werde es tun. Ja, wieder schon welche umgehauen. Tollwütiger Werwolf. Ah, da kommt das Blut richtig in Ballung. Zack. Wie ihr meint. Zack. Schlitz. Sehr schön. Ich werde es tun. Zeig ein nach. Sehr schön. Joseph. Das haben wir wirklich gut gemacht. Loot. Zieh aber den Werwölfen das Fell ab. Hier ist noch eine Leiche. Und ein Gürtel, glaube ich. Da ist jemand. Regen. Hi. Was? Wer ist da? Ich. Ihr seid schwer verwundet. Was ist passiert? Wir sollten Schattenreißer finden, sein Herz holen, angegriffen. Hier ganz lange Dash zurückbringen, ihn untersuchen. Versuchen, ihn wieder zum Bewusstsein zu bringen, um ihn zu fragen. Ausrüstung untersuchen, ihn ausschalten, solange er bewusstlos ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn zurückbringen soll. Das ist ein Nachteil. Ihn untersuchen. Symbole sind tief und einige bluten stark. Das sind die Folgen eines Angriffs einer Kreatur mit mächtigen Klauen. Das sind keine Bissspuren. Dann ins Lager. Andaren Atishan, grauer Wächter. Hey. Unsere Späher haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Ah, Dagon. Er ist verwundet. Der gute Dagon. Ich glaube, er wird überleben. Massiranas, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Gut, mach das. Was guckst du so? Hab dir nicht so zugerichtet. Verwundet im Wald. Hilft dem verwundeten Jäger. Okay. Ist da einfach ein Bär? Wo bin ich denn jetzt? Wieder irgendwo am Anfang. Ja gut, dann schnetzeln wir halt hier noch. Okay. Großer Bär. Weißt aber schon, wie man kämpft. Zack. Sehr schön. Okay. Wo muss ich denn? Das sind immer noch Gegner. Wieso respawnen die denn hier? Wieso ist jetzt hier alles voller Bären? Der Charming Bear kommt einfach ums Eck und nervt mich. Kennt noch jemand den Charming Bear? Ich verstehe, es ist Zeit für den Adalas. Ja! Betrachtet es als erledigt. Zack. Unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Und weird, dass ich die Bären nicht looten kann. Okay, ich möchte jetzt hier. Wo ist jetzt? Er hatte doch hier irgendwas gesehen. Wie komme ich da hin? Bin ich jetzt doof? Ich hatte doch da. Mystischer irgendwas. Da will ich hin. Schutt. Es wird doch gleich lebendig. Grabstein. Wie ihr meint. Vor dir siehst du einen Grabstein. Sein Anblick beunruhigt dich. Mystischer Ort der Macht. Ui, toll. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ort der Macht. Finde und aktiviere die verbliebenen mystischen Orte der Macht. Sie liegen im Brasilienwald, in den tiefen Wegen, in Denerim und im Turm des Was? Die Gemeinschaft der Macht. Ach, das ist irgendeine von diesen Nebenquests. Okay, nicht so wichtig. Muss ich zu all diesen Orten das finden? Nee, danke. Also auf diese ganzen komischen Nebenquests, die wir an diesen Tafeln und sowas annehmen können, da lege ich so gar keinen Wert drauf.
Also, ja, bringt halt Erfahrung und sowas. Ich glaube nicht, dass die groß zu irgendwas beitragen, ehrlich gesagt. Leute, ich bin doch auf eurer Seite, glaube ich. Hoffe ich. Denke mal, ich kann das hier irgendwie friedlich lösen. Und das klang so, als ob die sauer auf diesen Hüter sind, der hat uns vermutlich nicht alles erzählt. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben sie getötet. Sehr schön. Gibt's hier Moment. Gibt mehrere Ausgänge. East Brazilian Forest. Na, mal gucken. Hier sind Talas. Wisst ihr, Wynn, ich habe einen Freund daheim in Antiva, der sehr aufgeregt wäre, wenn er euch kennenlernen könnte. Wie mein? Selvel bevorzugt reife Frauen mit Erfahrung. Ich wusste es. Er sagt, sie hätten mehr Substanz, wären belastbarer und geschmackssicherer. Sagt er das? Absolut. Und leugnet es nicht. Saffron erkennt ein rassiges Vögelchen, wenn er eins sieht. Ich bin kein Vögelchen. Weshalb wollt ihr euch um die Freuden eines männlichen Gefährten bringen? Ihr mögt jetzt davor zurückscheuen, aber Selvel ist ein Kavalier mit Manieren. Und ziemlich gut aussehend noch dazu. Ich werde jetzt weggehen. Ganz ruhig und beherrscht. Und alles nur, um euch den Schmerz zu ersparen, wenn das Gehirn gewaltsam aus dem Ohr gesaugt wird. Das ist wieder typisch Ferelden, aber wirklich. Ganz ehrlich, hiernach nehme ich Morrigan mit. Anstatt Wynn. Das wird so lustig mit Saffron. Alter, kannst du mich mal angreifen lassen, Junge? Blöder Baum. Das war hier wirklich der letzte Marsch der Ents. Wir müssen kämpfen. Wir kämpfen schon. Aha. Drücken wir mal die Tab-Taste. Und das. So, wenn ich hier lang gehe, müsste ich ja zu dem anderen Eingang kommen, oder? Nehmen wir erstmal Werwölfe. Ist irgendein verletzter Werwolf oder so? Auch echt mal irgend so ein Aui. Looten, looten, looten. Ich werde es tun. Immerhin haben die ganz cooles Zeug so dabei. So, was denn hier los? Danila. Hi. Bitte, Hilfe, hör zu. Ich bin nicht das seelenlose Tier, das ich zu sein scheine. Sondern? Was ist geschehen? Sie... Ich bin verflucht und wurde in diese Kreatur verwandelt. Der Fluch, er brennt in mir. Ich bin in den Wald geflohen. Die Werwölfe, sie haben mich aufgenommen. Aber ich musste zurückkehren. Ich musste einfach... Vorsicht! Diese Werwölfe könnten uns eine Falle gestellt haben oder so. Nee, ich glaube nicht. Man weiß ja nie. Ihr seid ein Mensch. Ich war einst eine Elfin vom Volk der Dalish. Wisst ihr etwas über meinen Clan? Weiß nicht, ist das dein Clan hier, wo ich war? Ihr seid also eine der Dalish, die schon zu einem Werwolf geworden ist? Euer Hüter Saffron hat mich hergeschickt. Nein, ich bin auf meinen Reisen kein Dänisch begegnet. Saffron hat mich geschickt. Der Hüter hat euch geschickt? Dann sucht ihr Schattenreißer? Wie kommt ihr darauf? Ich weiß, warum ihr ihn sucht. Aber wir haben keine Zeit für Erklärungen. Bitte hört mir zu. Mein Name ist Denyla. Mein Ehemann. Er heißt Athras. Ich bitte Hab euch. Hab ich gesehen, glaube ich. Bringt ihm eine Nachricht. Mein Halstuch bringt es ihm.
und sagt ihm, dass ich ihn liebe. Sagt ihm, dass ich tot und bei den Göttern bin. Ich flehe euch an. Will sie retten? Tut mir so ein bisschen leid. Ja, ich werde es tun. Ihr seid nicht tot. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich will, dass er Frieden findet. Er ist ein guter Mann. Bitte lass nicht zu, dass er beim Gedanken an mich leidet. Oh, diese Schmerzen. Oh, der es können auch ganz andere Sounds sein, um ehrlich zu sein. Feuer in meinem Blut. Bitte, mach ihm ein Ende und mach das schnell. Möchte die ehrlich gesagt heilen? Muss eine Möglichkeit geben, euch zu heilen. Magie hat keine Wirkung auf den Fluch. Ihr müsst ihm ein Ende machen. Ich weiß es nicht. Ich kann sie jetzt nicht ins Dorf bringen, dann tötet sie irgendjemanden. Ich versuche sie mal zu überreden. Vielleicht kriege ich noch irgendeine Info, die wichtig ist. Ich sage euch, was ich weiß. Wenn ihr versprecht, mich von meinen Qualen zu erlösen. Also eigentlich die sofort. Also ich habe halt den Gedanken gehabt, dass ich sie heilen kann, aber anscheinend geht das nicht. Aber ich verspreche es. Dann hör zu. Die Werwölfe sind keine grausamen Tiere. Das habe ich auch schon gemerkt. Sie haben den Fluch überwunden. Genau wie ich. Ja? Im Zentrum des Waldes liegt eine Ruine. Dort könnt ihr sie finden. Sie werden glauben, ihr wolltet sie töten. Mehr kann ich euch nicht sagen. Die Schmerzen, sie sind zu stark. Bitte, haltet euer Versprechen. Na gut. Keine Ahnung, ob ich sie retten kann. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie retten kann. Aber ich glaube, wenn ich sie ins Lager zurückbringe, wird sie da wahnsinnig und tötet irgendjemanden. Also, wenn ich jetzt weggehe, könnte das auch passieren. Gesegnet. Ja, ich will sie halt auch nicht leiden lassen, wenn das halt ihr Wunsch ist. Erfolg, Silberzunge. Komm, nicht durch das Überreden. Sehr schön. Warte mal, Quest aktualisiert. Opfer des Fluch. Gib Aspros das Halstuch seiner Frau Denyla. Hat dich dann gezwungen, sie zu erschlagen. Na gut. Jetzt zieh ich ihr noch das Fell ab. So, nordwestlicher Wald. Okay. In der Mitte des Waldes. Und sie sind, also sie haben den Fluch überwunden. Die sind halt friedlich, wenn sie es wollen, denke ich mal. Bäume! Oh. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut an dir kleben. Das sind Bäume, Severin. Die bluten nicht. Das bist höchstens voller Harz und ganz klebrig. Darf ich mal irgendwas tun? Es hat keine Gnade geben. Zerborsten finde ich auch gut. Nicht so schnell. Aua. Komm schon. Blöder Baum. Da ist noch irgendwas. Gehen wir nochmal da zuerst hin. Diese
Kreaturen haben doch keinen Grund, uns anzugreifen. Das sind Bären. Ihr Mann. Schwere Pistole. Punkt für mich. Das ist so. Ich finde es immer noch geil, dass ich ihn nicht looten kann. Da ist ganz schön viel los da vorne. Stand hier einst eine Stadt? Wurde sie im Wald gebaut oder kam der Wald erst? Zwei Oger? Ogi! Machen sie alle! Los, beenden wir es! Ja, genau! Ich bin schon vor wie ein. Denkst du doch mal, ey. Der hat die ganze Zeit rumgeschleudert. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Ihr könnt mir ja übrigens, falls ihr das Spiel auch selber spielt oder gespielt habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Entscheidungen getroffen habt. Zum Beispiel eben bei der Dame gerade, die ich getötet habe. Hätte man das anders lösen können? Habt ihr sie nicht erschlagen? Habt ihr sie zurückgebracht? Oder halt bei sonstigen Entscheidungen? Das interessiert mich immer sehr. Gerade bei so eben Entscheidungssachen. Ich gucke mir da selber auch immer total gerne dann irgendwelche Let's Plays von anderen an. Einfach um zu schauen, okay, wie haben andere entschieden? Zum Beispiel bei so Horror-Games wie Until Dawn oder sowas habe ich das, habe ich bei 5 verschiedenen Leuten geguckt. Einfach um dann zu schauen, okay, hey, was haben die denn so gemacht? Ist das nicht ihr Kumpel hier, ihr Schüler oder was auch immer? Ein Aaron! Freunde, bitte dreht um. Diese Wälder sind voller Gefahren. Was machst alle, du hier? Nicht auskennen. Anarin? Moment. Ich kenne euer Gesicht. Nur jünger. Unbeherrschter. Ich kenne euer Gesicht. Ich dachte, sie hätten euch getötet. Das hätten sie auch beinahe. Die Templer fanden mich, als ich gerade die Dalish suchte. Sie verletzten mich schwer und ließen mich zum Sterben liegen. Ich bin schuld daran. Oh, ich war eine schlechte Mentorin, streng und ungeduldig. Ich bedauere sehr, wie ich euch behandelt habe. Ich habe das alles hinter mir gelassen und das solltet ihr auch tun. Wie wir beleuchten sind. Hatte bei den Templern und der Kirche nichts verloren. Mein Weg lag woanders. Ja? Irving ist ein vernünftiger Mann. Er könnte euch den Weg zurückebnen. Der Zirkel braucht neues Blut und muss sich verändern. Als ob der zurückkommt. An Irving erinnere ich mich gern. Er war immer freundlich zu mir. Ich werde über euren Vorschlag nachdenken und vielleicht auch mit Irving reden. Aber versprechen kann ich nichts. Es ist spät geworden und ihr habt viel zu tun. Wo ihr solltet euch auf den Weg machen. Wir können länger bleiben, wenn ihr möchtet, Duin. Trödeln schon lange genug herum. Sehr freut, dich kennengelernt zu haben. Ihr könnt auch bleiben. Nein, wir haben genug Zeit mit meinen persönlichen Angelegenheiten verbracht. Wir sollten wirklich aufbrechen. Seht mal her. Das ist aus getrocknetem Harz von einem der hier wachsenden Bäume. Es war für mich so etwas wie ein Glücksbringer. Und nun sollt ihr es haben. Also schön. Vielen Dank. Mögen eure Götter auf euch herablächeln, Anarin. Und auf euch. Erhaltene Gegenstände. Ist so bestimmt irgendein Anhänger. Jafuin. Ich muss ja, also, was war denn das für eine Gefährtenquest? Also, ich muss ja sagen, das war irgendwie schwach. Ich weiß nicht, also ich mag, also Win, im Vergleich zu den anderen Charakteren ist Win halt so nichts sagen. Auch ihre Quest spiegelt das gerade irgendwie so ein bisschen wieder. Naja, okay Leute, ich würde sagen, wir erkunden den Wald dann beim nächsten Mal weiter. Danke wie immer, vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.